aus der Apostelgeschichte Nummer 15. Ein Redner aus Jahrhundert. Von der, wo wir dann seinen, wodet mit Paulus und Barnabas wieder jink, nachdem Paulus und Lystra gesteinigt ward. Seine Jäger dachten, hei wir daut. Aber seine Freunde stunden da rum und haben ohne Zweifel vor ihm gebet. Da mat um eine große Freude gewassen, als Paulus auf einmal abstund. Wat soll nu passieren? Dort sagt, hei stund ab, in se jengen träg eine Staute nennen, und am nächsten Tag reisten die Missionaren wieder nur die Stadt Derbe. Ich lese dann wieder und er sagt, in Osse an der Stadt das Evangelium gepredigt, in viel Jünger gemerkt haben, gingen sie träg nur Lystra, Ikonien und Antiochien. Sie stärkten die Jünger und sprüchen an Motto, trü am Glauben zu bleiben, und sehen dort wieder viel schworet, und Gottes Reich in Herrn gönnen mussten. Vers 23 sagt dann, in als sie an alle Gemeinden Ältesten angestellt haben, in ein Fasten ewer angebet haben, befohlen sie an den Herrn an, an den sie leiden. Dit wir noch eine wichtige Abgabe, wo diese Missionaren ihr staunen mussten, ehe sie trägne Hüß gingen. Und dort erst in jeder Stadt wurde eine neue Gemeinde wir, durchstalten sie Leiders an, die wurden hier Ältesten genannt. Ältesten wären die, wot die Gemeinde besorgen deiden, wot nur die Gemeinde seinen deiden, dat het Wort Gottes durchgelehrt wird, und dat diese Menschen wirklich im Glauben wiederkommen können. So deiden sie an jeder Stadt anstallen, über diese kleine, nähe Gemeinden. Und dann ging het nach Hüs. Und nu wird die erste Missionsreise vorbei. Sie gingen träg nur ihre eine Gemeinde, nur Antiochien, und dort vertalten sie an alles, was Gott gedonen hat. Wann er erst das letzte Mal, dass ein Missionar aus ne Hüste gekommen, nur jene Gemeinde, ein von jene Missionaren, und haft jün vertalt, was Gott dort gedonen haft. Dort ist die biblische Weich, und dort soll von derden Tag auch noch passieren, dort Gemeinden Missionaren rütschecken, aber dort sie dann auch am Tiet war er trägkommen und seien all die Menschen, wort Gott gedonen haft, so dort wie Gott dort verloben können und für diese neue Gemeinden beten können. Wir lesen dann Vers 28. In dort bleiben sie mit den Jünger in langer Staut. Sie wären nu war er tüs in Antiochien. In der Zeit, sie bleiben hier in langen Staut mit den Jünger taub. Ohne Zweifel wären Paulus und Barnabas meid und mussten sich erst einmal verholen, nur diese große Anstrengung. Und so kommen wir dann noch was ganz anderes in Kapitel 15. Wir schlonen nun das 15. Kapitel ab in der Apostelgeschichte und wir wollen dort wiederlesen. Aber ehe wir wiederlesen, wollen wir ein bisschen vorabchecken in seinen Wort euch hemmt. Wie matten die erste Gemeinde in Jerusalem verstohnen lehren? Da bernen wären viele Märtchlieder, wot Pharisäer gewast wären. Dort wären der achste von der achte Jüden. Paulus wie auch einmal ein Pharisäer gewast. Hei beschrift sogar in Philippa Kapitel 3, Vers 5-7, wo stolt hei da mert einmal gewast wär. Horch einmal, wot hei sagt. Und wann irgendwer meint, dat hei sich ab het Fleisch verloten kun, ek wud meier Ursorg haben. Ek ward am achten Tag beschneden, Stamm uit dem Volk Israel, uit dem Stamm Benjamin, in Hebräer van a Hebräer. Wo dat Gesatz anbelangt, in Pharisäer, ivrig genug die Gemeinde notestohnen, in wo die Gerechtigkeit am Gesatz anbelangt, schuldig. Aber wat immer dann für mich gewünscht wir, sei ich nu an Christus seinen Willen aus Verlust an. Die Pharisäer, wat sich bekehrt haben, leibten an Jesus aus Errada. Sie können aber nicht verstohnen, dat all die gaude Worken, worab sie sich verherverloten haben,
nü Vernunft halen würden. Dor wären wir an dort nicht dietlich, dort Heiden, wot verheer nuscht vom Gesatz Moses gewisst hatten, sich rot so bechieren können, ohne erste Mal auch dort Gesatz zu holen. Veran wir dat so, wie brocken dort Gesatz Moses in auch Jesus zum seilig worden. Ober Paulus und Barnabas lieden, dort wie bloß Jesus brocken, am seilig zu worden, in nuscht andret. Und so kommen wir dann noch die erste Farge am 15. Kapitel. In dor sagtet, dann scheimen gewisse Männer von Judäa in Lieden de Breider, wann sie sich nicht nur Moses seine Ort beschnieden leiten, können sie nicht seilig worden. Dit bracht Paulus und Barnabas einen herzhaften Streit mit an, so dass sie sich einig worden, Paulus und Barnabas in Walche von an, nur die Apostel und Ältesten in Jerusalem zu schicken, in Utefingen, wo sei zu diese Freiungsstunden. Wie seinen hier nu, wo de Sothon die Gemeind auf en ganz anderen Weg angerippt. Wann er uns nicht direkt angerippt, dann deit er dort hängerisch. Die Sothon arbeit krank zu sein, durch ein falsches Verständnis von der Schrift, aus durch Verfolgung oder ein gottloses Leben. Die Sothon arbeit hier, durch sehr fromme Menschen, wo die Gemeinde in Antiochien bereden wollen, dort an noch mehr fehlt, als bloß dem Glauben an Jesus Christus. Die Sothon will eine Gemeinde Uneinigkeiten anbringen. Dort sagt, du wie ein grauter Streit zwischen dieser Lirasch in Paulus und Barnabas. Dit ist die Zeit, wovon Paulus auch im Galaterbrief schreibt. Kann ich noch denken, als ich darüber reden deid? Dort ist neidig, dort wie klar jähen falsche Lehren stohnen. Paulus und Barnabas leiten diese Lehrer nicht doch mit ihrer falschen Lehre oder ihr falsches Verständnis von der Schrift. Hier wären dort Lehren, was die Menschen wahrer und ihr das Gesatz bringen sollen. Aber was soll eine daunen, wann eine Gemeinde auch lang eine falsche Lehre gewasst ist? Hier ist ein Beispiel von allerhand falschen Lehren oder falsches Verständnis, was zu Tiden auch in unseren mennonitischen Gemeinden zu fingen ist. Ich will Ihnen mal ein paar Beispiele geben. Eine falsche Lehre ist, wann wir leben, dort wann wir uns Deipeloten in uns die Gemeinde anschlüten, dort wir dann gerat sind. Warum regt das nicht hau? Wie's bloß durch Jesus Christus habe ich gerat worden, nicht an dem, dort wie wir daunen oder wir an uns daunen loten. Hier ist noch eine Lehre. Wann du schmack bist, dann wird Gott mit dir zufrieden sein. Nee, Gott ist nicht mit unseren Worten zufrieden. Gott ist bloß zufrieden, wann wir uns in Büße Jesus hingeben im Glauben. Wann wir ab Jesus vertrauen für unsere Gerechtigkeit, nicht ab unsere Worten. Hier ist noch eine Lehre. Wann eine Gemeinde gewisse Gesatzen sei betont worden, aber von der wahren Geburt in der Heiligung wird niemals gerät. Hier ist noch ein viertes Beispiel. Wann wir leben, dort gewisse Kleidermauden uns bei Gott wollen angenehm merken. Oder wann wir meinen, dort Sohne wird bloß mit Pietz fortgefahren, Gott besser gefallen, als Sohne wird mit Korn oder Kamionettas fahren. Das sind alles Lehren, was sich eine Gemeinde kennen und nennen schlecken. In Baul waren die ganz vermischt mit den wahren Glauben. Hier wird es so, dass diese Juden-Christen wollen eine falsche Lehre in ihn bringen und sagen, die Heiden möchten sich auch noch beschnieden lassen, so ist alle Juden dort tun. Und dann kennen sie an Jesus leben und mit dort taub, wurden sie seilig. Nee, sagt Paulus, dort ist nicht so. Bloß die Glauben an Jesus merkt uns seilig, all dort andere ist nicht wirklich neidig. Wo kommen dann diese Lehrer her? Die kommen aus Judäa. Sie wären in ihre Horten noch immer Juden. Dort schien meist so, als wenn sie dort in Antiochien Befehl gaben, dass Paulus und Barnabas nur Jerusalem abkommen sollen, um dort wie die Apostel diese Frage zu klären. Sie wurden so wie sie gedacht haben, sie würden diesen Streit gewinnen.
Wir lesen dann Vers 3 in Feier. Die Gemeinde sagte nun, dass sie ab dem Weich kämen. Und sie reisten durch Phönizien in Samarien und vertalten dort, dass die Heiden sich bekehrten und dort auf Frieden die Breide sich seien. Und als sie nach Jerusalem kämen, nehmen die Gemeinde und die Apostel und die Ältesten an ab. Und sie vertalten an alles, was Gott durch an gedonnen hat. Dit wie eine gaude Gelegenheit, all die Gemeinden unterwegs zu besiegen. Und das redet hier von Phönizien und Samarien. Was wären dort für Gemeinden? Dort wären sie so eine Gemeinden, als sie all Rotsche gerinnt haben in Kleinasien. Dit wären Gemeinden, wo du entweder viel Heiden bennen wären, und in Samarien die Samariter. Das sagt die Frieden sich alle zu dit. Woran? Das Beweis für an, dass Gott die Heiden wirklich angenommen hat, ohne an ein anderes Joch abzuleihen. Wir lesen dann Vers 5. Aber welche Pharisäer, die zum Glauben gekommen wären, stunden ab und sehen, die Heiden motten beschneiden worden und an Mott geboten worden, Moses sein Gesetz zu holen. Hier sei wie dann, wer dort wir, was diesen Trubel auch in Antiochien angerecht hat. Pharisäer wären dort, was sich zu Jesus bekehrt haben. So sich erst all seht, sie wären bekehrt, sie hatten Jesus angenommen, aber sie leibten noch immer das jüdische Gesetz, wie meist so wichtig, und dort soll auch noch geholt worden. Sie bestunden darauf, dass all die Heiden, was sich durch Paulus und Barnabas bekehrt hatten, sollen auch noch beschneiden worden. An soll auch noch gesagt worden, sie mussten das Gesetz Moses auch holen. Und so kam dort dann in dieser große Konferenz in Jerusalem dort, dort die leidenden Männer ihre Meinung darüber aussprechen. Am Titelsporen, wo wir die Vers von 7 bis 21 nicht lesen, aber ich will kurz darüber reden, was die Leider denn alle sehen. Wir fangen mit Petrus an. Hier mag wieder Petrus in die erste Gemeinde in Jerusalem doch noch eine leidende Rolle spielt. Hei wie die erste, was abstund und was zu sein hat. Wie mag ihn auch was verstorche wieder hei brückt. Hei dät die Pharisäer nicht utschämen für dort, was sie wollen? Nee, hei red an an aus Breida. Hei prachert an, doch mal not zu denken über dort, was Gott bewiesen hat. Hei wiest an ob er Schrift han. Hei halbt an denken an die Tiet, wo hei, Petrus, wie Cornelius im Hus wir, und wo die sich doch alle bekehren deit. Die Haar beweist du a fair alle, dat hei die Heiden annahm in dem, dat hei an den Heiligen Geist gaf, kragt zu's Jüdenchristen. Dit wie für Petrus in grauter Beweis, dat Gott die Heiden so annahm so servieren, ohne noch das Gesetz zu holen. Und dann wies er diese Menschen durab han, dort ihre Vorfahren das Gesetz Moses auch nicht holen können. Und er fragt, woran will je die Heiden nun noch so ein Joch auf dem Geneck leihen, was unsere Vorfahren nicht einmal drehen können? Petrus seine wieder schlüren an, und wann wir den 12. Vers lesen, dann mag wie alles ist still geworden. Die Streit, es schien zu Eva. Da sagtet, dann ward die ganze Versammlung still in horchten, aus Barnabas und Paulus vertalten, wo viel Wunder und Tierkens Gott durch an manche Heiden gedonnen hat. Nu wären sie still in horchten tau. Nu ward an dort im ersten Mal klar, wat für wichtige Arbeit Paulus und Barnabas durch manche Heiden utgerecht hatten, und dort hat wirklich so wir, Gott hat die angenommen, sonst würde er nicht all die Wunder durch Paulus und Barnabas gedonnen haben. Wir gehen dann wieder und dann sei wie, wo Jakobus absteht. Hei wir je die Älteste von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Hei wir so zu sein, der Janja, wird ganz fern stund. Was sagt Jakobus an? Hei sagt an, dass dort, wo Petrus erlebt hat, dort Gott die Heiden auch annehmen wird, als eine Propheten bestätigt. Gott sein Willen es, dort hei sich auch über die Heiden ein Volk für seine Nomen rütraupen will. Und hier führt hei den Prophet Amos an,
in Lasto ut Kapitel 9, die Vers 11 und 12. Und dann in Vers 19 sagt Jakobus uns, dass die Heiden, wo sich zum Herrn bekehren, nicht noch mit allerhand sollen belost worden. Bloß feuer Dinge, sag hei os wichtig, wort an soll gelehrt worden, dass sie sich davon wachhilden. Und wort wären die feuer Dinge? Von der Aufjatter, von der Hurerie, vom Fleisch von Tieren, wort versteckt wären, in vom Blut. Dit hat meistens zu daunen mit dort, wort bi de Heiden jeder Tag passiert. Manche Heiden wieder nüscht wort besondert, in der Hurerie zu leben. Wie die Heiden wird dort in jeder Dagschritt Erlebnis, dort sie Aufjatter anbeten deiden, oder Fleischorten, wo die Aufjatter je abfahrt wir. Veran wird dort auch nicht, nicht besonders, wann sie Fleisch große Orten, ohne dort es utgeblat wir. Dit wir aber für die Juden alle in grauter Jreil. Dor wären, wann die Heiden sich von diese Dinge wachhilden, dann würde kein Grund sein, dass die Juden Christen an einen Anstoß nahmen und an verachten würden, wann sie auch nicht beschneiden wären, so es alle Juden dort wären. Wir lesen dann Vers 22. Dann wären die Apostel und die Ältesten und die ganze Gemeinde mit anverstanden, dass sie von ihren eigenen Männern, wem wählten, mit Paulus und Barnabas taub nur Antiochien zu schicken. Und sie wählten Judas, wort auch Barsabas genannt wird, in Silas, zwei feste Männer eure Brüder. Diese Leisung gefall all die Leiders, und so konnte die Fried an die verschiedenen Gemeinden erholen worden. Dit wie keine kleine Kunst, wie das so eine verschiedene Gemeinden gauf. Dort gauf Gemeinden, wo das meistens bloß Judenchristen wären, aber nu gauf das auch Gemeinden, wo das bloß Heidenchristen wären. Und hier konnte nu Fried geschaffen worden, dort sie sich alle einig wären. Wort lehr wie dann von dit? Ich leib das an der ganze Reihe Dinge, wort wie von dieser Geschichte lehren und von dieser erste Gemeindenkonferenz in Jerusalem. Das erste ist, wie matten wellig seinen, euren Ander taub zu reden. Wann du auch verschiedene Meinungen sein, soll wie auch nur die andere horchen, und nicht bloß proben, unseren eigenen Weg durchzusagen. Der zweite ist, sie leiten sich durch Gott seinen Geist leiden, und dachten darüber noch, was der Herr alles gedonen hat, als er den Heiden den Heiligen Geist gab. Wenn wir so in die Gemeinde taub kommen, will wir nicht bloß immer an Angst festhalten, dass wir nicht einmal da noch horchen, was die anderen zu sagen haben. Der dritte ist, sie forschten in Gott sein Wort und worden an, dass Gott hat all eine Propheten gesagt hat, dass Gott der Heiden auch nur sich raupen will. Viertens, sie bestunden auf die Freiheit in Christus, dass die Glauben an Jesus allein taurigt zum seilig merken. Und dann fünftens, sie beschlossen aber auch, dass unsere Freiheit in Christus nicht dürfen Anstoß sein, in der Wehen bestalten sei, dass die Heiden sich freiwillig von diesen Dingen trighilden, wort bi an immer gewasst wären. Ab diesen Weg wird Fried geschaffen in Einigkeit, wandert durch verschiedene Sorten Menschen gauf mit verschiedene Sort Hängergrund. Wo sind es in unsere Gemeinden? Tja, wie uns auch einig waren, in doch die Bibel trüb blieben? Dort meint dann, dass jeder ein bisschen no geben mat. Die Juden mussten no geben, dass die Heiden sich auch noch mussten beschnieden loten, dass sie auch noch Juden wurden. Daran mussten sie no geben. Aber die Heiden mussten auch no geben an dem, dass sie sich an dem beschränken deiden, dass sie sich dort trighielten an dort, was sei immer gewarnt gewasst wären, dass China ein Anstoß und den anderen nahm. Ich wünsche dir alle eine gute Wehr. Auf Wiedersehen.